Und jetzt reiben sich die Atheisten die Augen und fragen sich, wait, what? Sie waren so überzeugend in ihrer Litanei von Homokult und dem Mantra Liebe über alles, auch über das Leben, auch über die Vernunft, auch über guten Geschmack, so überzeugend, dass Menschen auftraten, die ja an schwangere Männer glauben, an menstruierende Männer. Und die Atheisten begreifen zum ersten Mal, so ist mein Gefühl, zum ersten Mal seit 60 Jahren, und Darwin ist hier ein, ja, doch ein Paradebeispiel in gewisser Art und Weise. Sie begreifen zum ersten Mal die Welt nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Pfingstwochenende. Ja, mir hat gerade noch jemand geschrieben, was, wieso gratulieren zu Pfingsten, was wünschen zu Pfingsten? Er kommt aus einer katholischen Familie, sowas hat er noch nie in seinem Leben erlebt. Womit wir beim Thema wären, ich bin über einen Artikel gestoßen von Laszlo Drankowitz auf dem Portal Corrigenda. Und er schreibt, der berühmte Gotteslästerer Richard Dawkins fühlt sich neuerdings im Christentum zu Hause. Manche westliche Intellektuelle nähern sich sogar der Kirche an, doch diese Kulturchristen, in Anführungszeichen, entkernen die christliche Religion zum ethischen und politischen Hausgebrauch. Eine Analyse. Auf den ersten Blick ist es fast wie eine Wandlung vom Saulus zum Paulus. Der weltberühmte Hetzer gegen das Christentum, der Biologe und bekannteste Vertreter des neuen Atheismus, Richard Dawkins, preist plötzlich das Christentum als bedeutsam und gut. Der 83-jährige Brite sorgt sich offensichtlich um das Aussterben des christlichen Glaubens in Großbritannien und bekennt sich sogar zum Team Christentum. Er nennt sich explizit einen Kulturchristen, denn natürlich sei er kein gläubiger Christ. Aber er sei froh, dass es den alten Glauben noch gäbe. Ich fühle mich im christlichen Ethos irgendwie zu Hause. Im Gegensatz zum Islam sei das Christentum eine grundsätzlich anständige Religion, so Dawkins am Ostersonntag in einem Beitrag des privaten Radiosenders ABC. Er sehe mit Sorge, dass trotz der schon 6000 Moscheen im Land immer mehr muslimische Gebetsstätten entstünden. Klar, man reibt sich natürlich so ein bisschen die Augen, ja. Eine grundsätzlich anständige Religion. Und man denke nur, jeder wird's kennen, jeder wird's gesehen haben. Der blanke Hass, den man so in dieser primitiven Form schon lange nicht mehr gesehen hat, aber der blanke Hass, die blanke Verurteilung, die Lächerlichmachung in Talkshows, in Zeitungen, gegenüber dem Christentum. Jetzt also einer dieser Vertreter, der von einer grundsätzlich anständigen Religion spricht. Dawkins reflektiert im hohen Alter nach einem lebenslangen Kampf gegen den christlichen Glauben völlig unerwartet die Bedeutung des Christentums für die abendländische Zivilisation und Kultur. Böse Zungen können mutmaßen, dass sich hier jemand dem Tod näher gekommen zu einer transzendentalen Kehrtwende entschieden hat, bevor er seinem Schöpfer gegenübertreten muss, was Dawkins sicher heftig bestreiten würde. Große Teile seines Lebenswerks können auch als eine heftige Philippika, gegen den Glauben gelesen werden, ideologisch eingebettet in die materialistische, marxistische Tradition des Hasses auf die Religion, richtig, die nichts anderes als Opium fürs Volk sei. Die neue Wertschätzung des Christentums ist aber vor allem deshalb erstaunlich, weil sich der Naturwissenschaftler in seinem Weltbestseller Der Gotteswahn von 2006 explizit für ein Verschwinden der christlichen Religion ausgesprochen hatte. Ganz abgesehen von den schrillen Beschimpfungen Gottes und des krankhaften Glaubens. Religion sei für ihn eine Form mentalen Kindesmissbrauchs. Man denke sich diesen Wandel. Wahnsinn! Den Gott des Alten Testaments bezeichnete er als homophob, frauenfeindlich, rassistisch, ein größenwahnsinniger sadomasochistischer
launisch boshafter Tyrann. Atheismus dagegen sei fast immer ein Zeichen für eine gesunde geistige Unabhängigkeit und sogar für einen gesunden Geist, so der Darwinist. Ja, liebe Freunde, der gesunde atheistische Verstand, gab es ihn je? Ich frage mich das oft, also viele sagen, ich will nicht tauschen mit der heutigen Jugend. Aber wer heute 60 ist, 70, was ein Zerfall hat ein solcher Mensch erlebt. Und zwar auf allen Ebenen, nicht wahr? Ja, was können wir besser als vor 60 Jahren? Wir waren seitdem auch nicht mehr auf dem Mond. Wir fliegen nicht schneller von Paris nach New York. Unsere Autos stinken weniger. Sind sie schöner? Sind die Sitze qualitativer? Sind die Türgriffe qualitativer? Krebs tötet noch genauso. Ich glaube, es war dieses Jahr oder das letzte. Zum ersten Mal ist die Lebenserwartung in den USA gesunken. Seit der Nachkriegszeit zumindest. Ja, und die Atheisten. Was haben sie gemacht? Erst erzählten sie uns, dass Männer auch Männer heiraten können. Und jetzt denkt man sich, das haben sie so überzeugend rübergebracht. So überzeugend, dass es sogar irgendwann die Kirchen angefangen haben zu wiederholen, zu sagen. Sie waren so überzeugend, dass irgendwann selbst Priester verkündet haben und aktuell verkünden, Gott ist queer. Sie waren so überzeugend, dass es Priester gibt, die sich lieben und sich deshalb glauben, Babys kaufen zu dürfen. Lieben in... Was gibt's, was da Anführungszeichen adäquat ersetzen könnte, um diese Verirrung im Begriff deutlich zu machen, ohne sich jetzt hier strafbar zu machen, nicht wahr? Darum geht's doch letztlich. Und jetzt reiben sich die Atheisten die Augen und fragen sich, wait, what? Sie waren so überzeugend in ihrer Litanei von Homokult und dem Mantra Liebe über alles, auch über das Leben, auch über die Vernunft, auch über guten Geschmack, so überzeugend, dass Menschen auftraten, die ja an schwangere Männer glauben, an menstruierende Männer. Und die Atheisten begreifen zum ersten Mal, so ist mein Gefühl, zum ersten Mal seit 60 Jahren, und Darwin ist hier ein, ja, doch ein Paradebeispiel in gewisser Art und Weise. Sie begreifen zum ersten Mal die Welt nicht mehr. Sie waren so erfolgreich in ihrer Gehirnwäsche, dass Menschen glauben, wenn sie nicht weniger Fleisch essen und weniger Auto fahren, schmilzt die Erde. Dass sie glauben, wenn sie nicht weniger Kinder bekommen, schmilzt die Erde. Sie waren so erfolgreich in ihrer Propaganda der Unfruchtbarkeit, dass man Millionen und Abermillionen kulturfremde junge Muslime ins Land gelassen hat. Wie gesagt, unsere Dekadenz, unser Verrat an Liebe, unser Verrat an Mann und Frau, ja, ohne diesen wäre auch das Sakrileg, wenn man so will, der Überfremdung nie geschehen. Deutschland und der Westen, vor allem der Europäische, er ist alt geworden, alt, gebrechlich, und die Städte sind nicht mehr wiederzuerkennen. Das sage ich aber auch nur deshalb, weil man es aus Videos kennt. Das Leben plätschert so dahin und man gewöhnt sich an alles. Aber nicht mehr wiederzuerkennen als Heimat. Niemand kann ein Gefühl der Heimat haben, wenn er über den Frankfurt Hauptbahnhof läuft. Niemand. Niemand. Auch nicht die, die dazugekommen sind. Aber sie wäre noch Heimat, unsere Heimat, wenn wir Kinder gehabt hätten. Es gab die Willkommenskultur, aber nicht für eigene Kinder, nicht für die eigenen Enkel, sondern nur für den jungen muslimischen Mann. Es ist so unendlich grotesk, wenn man sich das nochmal vor Augen hält. Man hat's, uns hat man so sehr ins Hirn geschissen.
Aber kann man es sich so einfach machen? Das ist natürlich die Frage, die ich mir jetzt also selbstkritisch stellen möchte. Ist es der Atheismus? Ist es alles nur seine Schuld? Aber man kann doch in jedem Fall sicher sagen, die Schuld liegt nicht beim Christentum. Darüber sind wir uns doch einig. Oder? Ja, und vielleicht ist das der Augenöffner für viele. Auch für prominente Atheisten. Vielleicht ist das auch ein Grund für die vielen Konversionen. Man hat uns doch 60 Jahre lang erzählt, dass alles Böse aus der Kirche kommt. Aber niemand hat doch mehr an Einfluss verloren die letzten Jahrzehnte über als die Kirche. Alles Böse kommt vom Christentum, so das Mantra unserer armen Seelen über die letzten Jahrzehnte. Aber niemand hat doch mehr an Einfluss verloren als das Christentum in im letzten halben Jahrhundert. Welcher arme Abiturient weiß denn heute noch die Namen der vier Evangelisten? Welcher Bachelor-Absolvent heute an den Elite-Unis in irgendeiner Sozialwissenschaft, aber wahrscheinlich ist es auch egal, weiß denn heute noch die Namen der vier Evangelisten, liebe Leute? Der Glaube an schwangere Männer ist nirgends sonst denkbar als in dieser völligen Werte- und Bildungsödnis. Er ist nur möglich in einem postchristlichen Vakuum, in dem sich also das Mantra Toleranz über alles entwickelt hat. Eine Ideologie, wenn man so will, toxischer Weiblichkeit, die Gefühle über alles stellt. Eine Ideologie, die so totalitär ist, wie das Universum kalt ist. Die Leben und Lieben voneinander getrennt hat. Mit dem Regenbogen, Chirurgenmesser der Toleranz hat man also diese innige Verbandelung von Liebe und Fortpflanzung aus den Köpfen rausgeschnitten. Dieses Verständnis. Und ja, doch, der Atheismus ist schuld. Und nur der Atheismus. Das ist vielleicht eins der bleibenden Merkmale, die auch Religionen übergreifend zu beobachten ist. Der Atheist hat keine Kinder. Der Atheist hat weniger Kinder. Das gilt für überall auf der Welt. Der britische anglikanische Theologe Theo Hobson erinnerte Dawkins daran, wie anmaßend und feige er ein Leben lang mit Religion umgegangen sei. Er habe sich publikumswirksam aus intellektueller Feigheit der Komplexität des Themas verweigert. Richtig. Insbesondere nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA hätten die neuen Atheisten die Religionen allgemein beschuldigt, für solche Gewaltausbrüche verantwortlich zu sein und bewusst den Unterschied zwischen sanftmütigen, liberalen Christen und menschenverachtenden Islamisten verwischt. Hobson fand es befremdlich und vor allem nicht ausreichend, sich nun differenziert über das Christentum zu äußern. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, wenn man merkt, dass man jahrzehntelang mit einem Haufen Unsinn hausieren gegangen ist. Ja, das frage ich mich auch. Wie könnt ihr heute euch noch im Spiegel betrachten? Wie kann ein Mensch sich im Spiegel betrachten, der von sich weiß, doch das wäre vor 20 Jahren ein Mensch zu ihm gekommen, hätte zu ihm gesagt, du pass mal auf, Männer können auch Männer heiraten und die lieben sich ja und sich ein Baby zu kaufen ist auch okay. Alle hätten im Kopf geschüttelt, auch die jetzigen starken Vertreter einer solchen Verirrung. Ja. Und das ist das. Säkulare Extremisten gehen mit der Mode, sie gehen mit dem Wind, sie sind in der Lage, alles zu glauben. Alles. Und vielleicht da mal besonders provokant. Da hatte Goebbels recht. Ja. Die Menschen sind in der Lage, alles zu glauben. Man muss es nur oft genug wiederholen. Die Menschen, und das geht innerhalb von wenigen Jahren. Was beweist das mehr als der Glaube an schwangere Männer, an menstruierende Männer?
Und vielleicht noch in gewissem Sinne perverser zu glauben, dass es fair ist. Dass es fair ist, wenn ein biologischer Mann gegen Frauen im Sport antritt. Ja? Die glauben, dass es fair ist. Wie will man den Glauben nicht an die Menschen verlieren? Bin heute Morgen aus dem Haus und in einer verschandelten Ecke. Nee, Quatsch, ich glaube, es war schon gestern. In der Ecke, um die Ecke, weiß nicht, ein über Kopf geworfenes Fahrrad in den Büschen und Essensreste und weiß nicht was. Eine Flasche Müllermilch und Müll. Und ja, der Mensch schreibt Sinfonien, er fliegt zum Mond und dann macht auch sowas. Und doch liebt Gott den Menschen. Das ist, was der Christ glaubt. Wie willst du nicht in Menschenhass versinken als Atheist in der heutigen Zeit? Vielleicht ist das der Punkt, den man hier machen kann. Wie willst du nicht im Menschenhass versinken als Atheist, der sich also die Augen reiben muss gegenüber dem Wahnwitz? Und was macht der Christ? Der hat doch zumindest die Möglichkeit, sich festzuhalten an dem Glauben, dass Gott den Menschen liebt. Der Artikel geht noch weiter. Ich verlinke den auch. Der wahre Punkt ist ja noch gar nicht berührt. Das ist ein toller Artikel, das ist ein langer Artikel. Lasst uns da vielleicht nochmal am Donnerstag reinhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schweigt nicht. Auf ganz bald. Bis dahin. Tschüss. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.